Die Kindergrundsicherung kommt. Dafür haben wir als SPD lange gekämpft. Und jetzt bringen wir das Gesetz auf den Weg. Die Kindergrundsicherung wird für Familien viel einfacher als das bisherige System, weil sie verschiedene Leistungen in einer zusammenfasst. Die Höhe der Kindergrundsicherung wird künftig aus zwei Teilen berechnet, dem Garantiebetrag und dem Zusatzbetrag. Der Garantiebetrag ist für alle Kinder gleich. Der Zusatzbetrag wird individuell berechnet, je nachdem, wie viel die Eltern verdienen und wie alt das Kind ist. Tatsächlich ist es gerade so, dass Familien viele Hilfen, auf die sie eigentlich Anspruch haben, nicht in Anspruch nehmen, weil das Verfahren zu kompliziert ist oder weil sie schlicht nichts davon wissen. Und das ändern wir jetzt mit der Kindergrundsicherung. Die wird man nämlich künftig ganz einfach online beantragen können in einem Kinderchancenportal. Und warum machen wir das? Naja, weil wir nicht wollen, dass Kinder in Deutschland in Armut aufwachsen. Die Kindergrundsicherung bedeutet also bessere Kinderbetreuung, bessere Bildung und für die Kinder einfach generell mehr Chancen im Leben.